Jörg hier von der MacLife. Ich bin heute bei Comspot in Oldenburg zu Besuch, einem echten Eldorado für alle Apple-Anwender. Hier gibt es nicht nur iPhones, iPads und Macs, sondern auch jede Menge Zubehör. Was ich heute mache, ich habe meinen alten iMac mit dabei und möchte mal schauen, was ich dafür noch als Trade-in bekomme und das Ganze als Gutschrift verwenden und mein neues MacBook dann gleich mitnehmen. Los geht's! Ich habe hier meinen iMac und den würde ich ganz gern bei euch in Zahlung geben. Wie funktioniert das? Grundsätzlich erstmal gucken wir uns das Gerät an, in was für einem optischen Zustand ist das Gerät. Funktioniert es noch einwandfrei? Genau, solche Sachen, die geben wir dann auf einer Website ein und das spuckt uns dann einen Preis aus, den wir dir dafür geben können. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bekommst einfach eine Gutschrift oder du kannst es mit einem anderen Gerät, was du dir kaufen würdest, direkt verrechnen. Das heißt, ich habe nicht irgendwie jetzt wie bei irgendwelchen Privatverkäufen, Kleinanzeigen oder so, dann irgendwie im Nachhinein noch Trouble, sondern ich gebe es bei euch ab, ihr zahlt mir den Preis, den ihr sagt und das war's. Genau. Also du hast keine sonstigen Probleme mit dem Verkauf, irgendwelche Leute, denen du noch schreiben musst, dann immer, Ja. sondern du bist das Gerät wirklich los und das war's für dich. Cool. Ja, prima. Ich glaube, das machen wir so. Wie gesagt, das Verrechnen mit dem Neukauf wäre schön. Genau. Dann bin ich einfach gespannt, wie viel ich noch aufzahlen muss und danke dir schon mal. Ja, mein iMac ist ja jetzt in hoffentlich guten Händen bei euch. Natürlich. Und ja, jetzt geht es um den Nachfolger. Er soll mobil sein und ihr habt hier jede Menge zur Auswahl. Wo soll es hingehen? Wo soll es hingehen? Frage. Genau. Sehr gut. Du hast schon mobil gesagt. Also ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir dann auch auf dieser Seite vom Tisch bleiben und mit einem MacBook Air starten und uns das mal als erstes angucken. Was willst du mit dem Gerät machen? Ich möchte tatsächlich damit unterwegs sein, hauptsächlich. Und Arbeitstechnisch, was machst du drauf? also der Klassiker, ich sitze Ja. 5 Stunden im Zug Ja. und brauche dann einfach die ganzen Office-Sachen. Ich mache vielleicht ein bisschen Bildbearbeitung, aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht hier auf so einem kleinen Tischchen im Zug anfangen, Videoschnitt oder 3D-Rendering zu machen. Nächste Frage wäre jetzt so ein bisschen, okay, groß oder klein, willst du eher 15 Zoll, willst du eher 13 Zoll? Nimm gerne in die Hand, einfach auch mal vom Gewicht, vom Gucken her. Mache ich gern. Schwer ist es ja nicht, ne? Aber Nee, genau. Die kleine Variante wiegt dann nur 1,2 Kilo. Im Vergleich. Also Klein. klein. 13er ist cool. Ja. Was ist an Arbeitsspeicher bei diesem Modell an Grundkonfiguration Genau, drin? Grundkonfiguration kannst du hier auch sehen. Startest du mit 8 GB, was den Arbeitsspeicher angeht, und der Speicherplatz mit 256 GB. Okay. Also ich glaube, gefühlt hätte ich gesagt, also die SSD, das reicht aus, weil Ja. ich speichere eh alles in iCloud. Ich habe da 2 TB. Aber Arbeitsspeicher wird, ich glaube, eine Stufe höher gehen. Ja, Das genau. Nächster Schritt wären wir dann bei 16 GB. cool, dann machen wir das. Und jetzt kommt noch die Farbe, oder? Was machen wir? Ganz links Polarstern oder doch das neue Mitternacht? Ich glaube, ja, Silber, das ist ja normal, hat ja jeder, ne? Silber hat ja jeder. Aber die Farbe finde ich schon ziemlich cool. Bleiben wir dabei? Wir nehmen das. Dann nehmen wir Mitternacht mit 16 GB. Alles klar. Und also prinzipiell auch von meinem iMac jetzt die Gutschrift, die wird direkt verrechnet. Das kann man direkt Genau, wir haben reinnehmen. uns ja vorhin angeguckt, was du dafür bekommst noch, wie in welchem Zustand dein Gerät ist, und das berechnen wir jetzt direkt mit dem Neupreis von dem neuen. Magst du mal schauen, ob ihr es auch da habt? Ja, klar, ich gucke eben nach. Danke. Ich hoffe ja sehr. Ja, ich habe hier jetzt mein brandneues MacBook Air und durch das Trade-in habe ich auch noch ein paar Euro gespart. Ja, ich werde es jetzt zu Hause auspacken, installieren und dann mit loslegen. Aber ich hätte dann doch noch eine Frage an dich. Ja, klar. Sag mal, wie schaut es denn mit der Garantie aus? Ja, du hast dich ja sowieso schon für Apple CarPlus entschieden, deswegen hast du da eigentlich keinerlei Probleme, und wenn doch was sein sollte, dann komm gerne bei uns vorbei. Bei euch direkt in der Filiale. Genau, wir haben unsere Techniker hier vor Ort, die können dir direkt weiterhelfen. Und sollte jetzt dann in 2 oder 3 oder 4 Jahren irgendwas mit der Maschine sein, was ist dann? Auch einfach zu uns kommen, die Techniker sind ausgebildet von Apple, wir helfen dir weiter. Klasse, danke dir, dann kann ja nichts mehr Sehr schief gerne. gehen. Ciao! Viel Spaß damit.
Also, wie ihr seht, es gibt hier bei ComSpot nicht nur Apple und Apple-Zubehör, sondern auch noch jede Menge andere toller Technikspielereien. Und ich als Roboterfreak war natürlich gleich von diesem Kollegen hier angefixt. Auch ganz ohne iPhone eine spannende Geschichte. Von daher, in diesen Stores kann man eine ganze Menge entdecken. Schaut mal rein.